hier auch in diesem Rahmen über Rassismus zu sprechen, über die Präsenz von Rassismus. Denn in Deutschland fällt es vielen immer noch schwer, das auch einzugestehen, dass es Rassismus gibt. Oft wird dann Rassismus auf die Spitze des Eisberges reduziert. Und das ist etwa der Rassismus der Vergangenheit, wobei dann im Allgemeinen vom Nationalsozialismus die Rede ist oder von der Apartheid in Südafrika. Geht es um aktuelle Prozesse, so wird eher Rassismus in den USA verortet, weniger in Deutschland. Aber solange wir eben eigentlich nur auf die Spitze des Eisberges schauen, muss eben auch die rassismuskritische Arbeit letztlich immer wieder zum Scheitern verurteilt sein. Ein bisschen wie die Titanic. Also, ne, wenn man den eigentlichen Koloss nicht sieht. Und der eigentliche Koloss, das ist der systemische Rassismus. Über den sprechen wir seit etwa 2 Jahren intensiver in Deutschland. Anders war, dass da durch die Ermordung an George Floyd eine neue Black Lives Matter-Bewegung entstand und erstarkte, die dann tatsächlich auch bis nach Deutschland schwappte und die Frage aufgeworfen wurde, institutioneller, struktureller Rassismus in Deutschland? Ja, den gibt es eben, ne? In dem alltäglichen Zusammenleben, in Strukturen, in Systemen, aus der Tiefe der Geschichte heraus. Aber dennoch beobachte ich, dass wir eigentlich immer noch bei der Ob-Frage stehen. Also sollen wir überhaupt über Rassismus sprechen? Sollen wir überhaupt über rassistische Begriffe sprechen? Viele tun das dann ab, als würde eben die, die das tun wollen, als würden die die Gesellschaft entzweien. Na, das wird höre ich sehr oft, diesen Vorwurf. Nun muss ich sagen, wenn ich Diskriminierung benenne, dann ist das ja gerade etwas, was ich machen möchte, nämlich der Entzweiung entgegentreten, denn Entzweiung ist ja eben nachgerade das Kerngeschäft des Rassismus selbst. Und deswegen ist es ganz wichtig, Rassismus eben auch beim Namen zu nennen, zu gucken, wo er herkommt, nämlich aus einer sehr langen, tiefgreifenden Geschichte Europas, die die Welt so immer wieder auch erschütterte. Deswegen greift es auch so kurz über Ausländerfeindlichkeit oder Fremdenfeindlichkeit zu sprechen, denn es geht bei Rassismus nicht um Ausländerinnen oder Fremde. Na, es geht nicht um weiße Britinnen zum Beispiel. Es geht ganz klar über Konstruktionen, die aus dem Rassekonzept heraus Weißsein versus andere Rassen setzen. Und wenn ich von Weißsein rede, so meine ich das nicht im biologischen Sinne, sondern als soziale Position. Und Black, Indigenous und People of Color ist eben auch eine soziale Position, nämlich jener, die aus dem Rassismus heraus diskriminiert werden. Und was immer wieder wichtig ist zu betonen, auch ist halt, dass Rassismus dann tatsächlich eben keine Einzelerfahrung ist, ne? Oder keine Überempfindlichkeit und auch keine Meinung. Rassismus ist eine Macht- und Herrschaftsstruktur, die aus der Tiefe der Geschichte heraus wirkt. Und Rassismus lebt davon, dass sie sich eben systemisch wiederholt, diese Geschichte trotz Unterschiede, ja, also bei allen Kontinuitäten gibt es Diskontinuitäten, bei allen Gemeinsamkeiten gibt es Unterschiede. Aber insgesamt ist dieser Wiederholungscharakter da und das ist das Systemische am Rassismus. Deswegen ist es eben ganz klar, auch als Ausgangspunkt deutlich zu setzen, Rassismus ist the story of white supremacy, von weißer Vorherrschaft. Es geht um eine Herrschaftsform, die eine Ideologie gebaut hat, und zwar aus dem Kolonialismus heraus. Wie das geschehen ist, das möchte ich als nächstes herleiten. Bevor ich dann tatsächlich auch noch mal ein bisschen in die Antike zurückgehe, um die viel zu lange Geschichte des Rassismus nuancenhaft nachzuzeichnen und dann auf die Frage zu kommen, wie sollen wir also mit dem Begriff Rasse oder eben auch Weißsein umgehen und wie würde ich Rassismus definieren und zum Schluss dann noch mal ein Fazit auch zum Umgang mit rassistischen Wörtern. Also wenn ich jetzt über die Konstruktionsprozesse des Rassismus spreche, dann frage ich zuerst mal, wann? Wann hat das eingesetzt? Also der Begriff Rassismus selbst wird im Wesentlichen Magnus Hirschfeld zugeschrieben, der in seiner Reflexion über den Nationalsozialismus das Wort Racism geprägt hat, um diese Ideologie zu rahmen, um zu benennen. Also aus den 30er Jahren, veröffentlicht 1938 sein Buch. Der Begriff Rasse selbst ist aber schon viel länger gebräuchlich. Zunächst im Tier- und Pflanzenreich, dann wurde er aber erstmalig auch im 15. Jahrhundert bereits auf Menschen übertragen, und zwar im heutigen Sinne. Und das war immer eine Wechselwirkung. Der Rassismus hat Rassen erfunden
Und die Idee, dass es Rassen gebe, hat den Rassismus genährt. Und in dieser Wechselwirkung ist der Begriff Rasse eben durch die Jahrhunderte wirklich marschiert und hat dabei immer wieder auch Verschiedenes gemeint, aber immer auch bestimmte Gewaltkontexte fortgeschrieben. Jetzt nochmal die Frage, 15. Jahrhundert, warum dann? 1492 kommt dann natürlich sofort in den Sinn und 1492, da kommt dann Kolumbus oftmals auch als erste Assoziation. Will ich auch gleich drauf eingehen. Andererseits ist das auch das Jahr, in dem der Kampf um die christliche Vorherrschaft in Al-Andalus beendet wurde, und zwar zugunsten der spanischen Krone von Isabella von Kastilien. Im Folge dieses Sieges hat die spanische Krone begonnen, dann die jüdische Bevölkerung zu vertreiben, zu enteignen, zu versteuern und auch die muslimische Bevölkerung in jeweils nochmal unterschiedlichen Graden. Das Geld, das dort eingenommen wurde, das wiederum investierte Königin Isabella von Kastilien in diese Reise von Christopher Columbus, die ja bekanntermaßen einen Westweg, einen Seeweg nach Indien suchen sollte. Und er landete in der Karibik, in den heutigen Amerikas, und es wird oft Entdeckung genannt. Ja. Aber wie kann man etwas entdecken, was Menschen bereits bekannt ist? Ja? Oder es wird auch davon gesprochen, dass er die neue Welt entdeckt hätte. Die war aber nicht neu, denn dort lebten ja bereits Menschen mit funktionierenden gesellschaftlichen Strukturen. Diese Menschen wurden mit dem I-Wort, also mit Indianer, bezeichnet. Um tatsächlich auch dieses Verallgemeinernde und Verabsolutierende umzusetzen, alle Gesellschaften, die dort angetroffen wurden. Es ist ja eigentlich ein Irrtum. Ne? Also Kolumbus ist ja bekanntermaßen nicht in Indien angekommen. Trotzdem wird das Wort bis heute benutzt. Und da muss man sich schon fragen, warum. Einerseits steht es in diesem Gewaltkontext, andererseits ist es ein Irrtum. Und es hat immer was mit dieser weißen Benennungspraxis zu tun, People of Color zu benennen und sich nicht daran zu stören, wenn das falsch ist oder wenn das übergriffig ist. Davon werden wir noch mehr Beispiele jetzt auch im Laufe des Vortrages hören. Jedenfalls ist es eben eine Eroberung gewesen. Und deswegen ist es eben auch sehr wichtig, nicht das Wort Entdecken in diesem Zusammenhang zu benutzen. Denn tatsächlich waren eben diese Räume bewohnt. Aber es gab eben den Anspruch der katholischen Kirche und später eben auch anderer europäischer Großmächte, diese Länder zu besiedeln. Und da sie besiedelt waren, wurde in einem Tabula Rasa-Verfahren ein sehr gewaltvolles System aufgebaut, das ökonomische Interessen hatte, das durch päpstliche Bullen und königliche Dekrete nochmal verstärkt wurde und was sozusagen den dort ansiedelnden Weißen aus Europa den Auftrag gab, dort das Christentum zu implementieren. Und allen, die sich dagegen stellten, weil sie eben zum Beispiel andere Religionen hatten, durften sie auch Gewalt antun. Eben im Namen dieser päpstlichen Bullen oder des Encomienda-Systems wurde das legitimiert. Und zwar steckte dahinter dann die Erzählung, das sind ja gar keine vollwertigen Menschen. Deswegen kann das ihnen angetan werden. Und das ist genau der Punkt, warum Rassen erfunden wurden. Um zu sagen, es gibt Menschen und es gibt Menschen, die keine vollwertigen Menschen sind oder die gar nur den Tieren gleich sind, die als Teil der Natur leben und Teil dieser Natur sind und deswegen keinen Anspruch auf ihre eigenen Räume und Ressourcen haben. Genau das steckt da drin. Ich habe immer so eine Triggerpfeile eingeblendet für die, die jetzt auch die PowerPoint sehen, um einfach auch nochmal immer vorzuwarnen, wenn rassistische Begriffe oder Bilder auftauchen in der PowerPoint. Und da es so gewaltvoll war, gab es tatsächlich eben auch schon Protest im 16. Jahrhundert, im 15. Jahrhundert. Es gab natürlich Protest und Widerstand seitens derer, die gefoltert wurden, deren Gesellschaften umgebracht wurden, die ihren Anspruch auf ihr Land verloren. Aber es gab auch in Europa einige wenige, die diesen Widerstand unterstützten und die diese Gewalt kritisierten. Dazu gehört zum Beispiel Bartolomé de las Casas. Und in dem Disput von Valladolid wurde dann diskutiert, sind denn die in den Amerikas lebenden Menschen nun Menschen oder nicht? Und es wurde sich darauf geeinigt, sie sind Menschen, aber keine vollwertigen Menschen. Deswegen dürfe man ihnen das Land wegnehmen, aber sie dürften nicht versklavt werden. Dagegen wurden dann den Schwarzen in Afrika das vollwertige Menschsein komplett abgesprochen und es wurde sich darauf verständigt, dass es in Ordnung sei, diese Menschen
zu versklaven. Und selbst Bartolomé de las Casas, der gegen die Gewalt in den Amerikas war, unterstützte diesen neuen Ansatz. Wir sehen hier in der PowerPoint alle dokumentierten Schiffe seit der Mitte des 16. Jahrhunderts bis ins späte 19. Jahrhundert hinein, auf denen versklavte Menschen deportiert wurden. Und zwar unter eben Bedingungen, die tatsächlich so geschaffen wurden, als seien sie keine Menschen. Sie wurden wirklich wie Ware behandelt, gewogen, gebrandmarkt, gestapelt. Sie mussten sehr eng liegen, aneinander gekettet, wochenlang unter sehr traumatischen Bedingungen. Man geht davon aus, dass 18 Millionen afrikanische Menschen, die so deportiert und versklavt wurden, die Amerikas erreichten und ungefähr genauso viele nochmal auf dem Atlantik gestorben sind. Entweder weil sie bei der Überfahrt starben, weil sie umgebracht wurden, weil sie Selbstmord begingen, so sie die Möglichkeit dazu hatten, weil sie Widerstand leisteten und dafür mit Folter und Tod bestraft wurden. Das heißt, auch das sollte legitimiert werden. Und da kam jetzt das N-Wort ins Spiel. Da komme ich später noch zurück mit dieser sozusagen Tradierung auch von Farbsymboliken. Schwarz stand bereits für die katholische Kirche für alles Dämonische und Böse. Und deswegen wurde es benutzt, um AfrikanerInnen zu bezeichnen und ihnen damit das Menschsein abzusprechen. Und genau dieser Vibe ist auch in dem Begriff transatlantischer Sklavenhandel drin. Denn ein Handel, der setzt ja erstmal sozusagen Beteiligte voraus, die einander zustimmen, dass dieser Handel so stattfinden kann. Und das ist ja mitnichten der Fall, denn die Menschen, die dort versklavt wurden, die haben keine Zustimmung gegeben. Die wurden eben als Ware behandelt. Und wenn ich heute den Begriff benutze, dann verschleiere ich die fehlende Zustimmung und dann verschleiere ich auch eben die Tatsache, dass diese Menschen eben nicht schon immer Sklaven oder gar eine Ware waren, sondern sie waren Menschen, die deportiert wurden. Und deswegen wird eben auch von Martha gesprochen oder der europäischen Versklavung afrikanischer Menschen, um auch die sozusagen Verantwortung, wer hat das getan, ja, immer deutlicher zu machen. Deutsche waren von Anfang an diesem Geschäft mit dem Tod, mit der Versklavung beteiligt, insbesondere eben die Brandenburgisch-Afrikanische Kompanie unter Kurfürst Friedrich Wilhelm, der die Großfriedrichsburg in Westafrika gebaut hat als frühe deutsche Kolonie, an der tatsächlich eben auch Menschen versklavt wurden und verschifft wurden. Für ihn gearbeitet hat Kammerjunker Otto Friedrich von der Gröben, am Beispiel dafür, dass er zum Beispiel diese Ketten hergestellt wird, mit der Menschen versklavt wurden und auch daran verdient hat. Deswegen ist es immer auch nochmal wichtig zu sagen, die industrielle Revolution, die wurde durch diese Strukturen gebaut, indem man einerseits diesen afrikanischen Kontinent systematisch, ökonomisch und demografisch ausblutete und andererseits waren es genau diese Arbeitskräfte, die eben über Jahrhunderte hinweg nicht bezahlt wurden. Man hat diesen Menschen einmal gekauft und versorgt und ansonsten haben sie unentgeltliche Arbeit geleistet. Sie selber wurden nicht entlohnt oder minimalst entlohnt. Und diese billigeren Arbeitskräfte, ne, die haben eben es möglich gemacht, dass eben dann Tabak und Baumwolle, Seide, Zucker importiert wurde und nach Europa kam und diesen Boom der Industrie eben überhaupt erst möglich gemacht. Das ist eben auch immer ganz wichtig, nochmal zu betonen. Und das musste natürlich legitimiert werden und das in Europa, es gab eben die Fragen, ne, ist das jetzt rechtens? Und dabei ging es immer wieder darauf zurück, ja, das ist legitim, weil das sind keine Vollwertigen, das sind keine Menschen. Und deswegen ist die Frage ganz klar, wer hat Rassen erfunden? Das waren Weiße. Das waren eben von, sagen wir mal, WissenschaftlerInnen, auch über Missionarinnen, über Königinnen, ganz viele Multiplikatorinnen von Gesellschaft. Und hinzu kommt, dass wir uns sagen müssen oder bewusst machen müssen, die Nutznießerinnen waren eben alle Weißen in Europa, ne? Die eben nach und nach eben sich an diese Güter auch gewöhnt haben, an durch diesen neuen Reichtum auch in neue Lebensverhältnisse kamen. Und William Blake sagt eben auch zu Recht sozusagen, dass es Erzählungen waren, die diesen Kolonialismus bestärkten. Also sowohl wissenschaftliche Erzählungen als auch fiktionale. Und deswegen werde ich in meinem Vortrag auch immer wieder, das ist ja mein Feld, die Literaturwissenschaft, Beispiele aus der Literaturwissenschaft bringen, um zu zeigen, wie eben auch bestimmte fiktionale Erzählungen diesen Rausch, im Recht zu sein, solches Unrecht zu begehen, immer wieder legitimierten.
Zum Konstruktionsprozess gehört natürlich auch das Wie. Wie wurden diese Rassen konstruiert? Und zwar, indem Menschen Rassen erfunden wurden, dazu wurden Körper kartiert und zwar Unterschiede erfunden. Das war dann eben nicht willkürlich, welche körperlichen Unterschiede dafür benutzt wurden, sondern leitete sich her, einerseits aus der christlichen Farbsymbolik und andererseits aus dem Wunsch, eben Menschen als nicht menschlich und als Teil der Natur zu setzen. Und deswegen nahm man dann eben zum Beispiel Hautfarben, weil da eben weiß und schwarz assoziiert werden konnten aus der christlichen Farbsymbolik heraus und nicht etwa die Größe der Ohren zunächst, ne? Und diese Körperkartierungen wurden dann benutzt, um Unterschiede zuzuschreiben, im Sinne von Vernunftfähigkeit, richtiger oder falscher Religion, Mentalität. Und das wurde dann verallgemeinert, verabsolutiert und gewertet. So formulierte das Albert Memmi schon in den 80er Jahren, dass das so das Prinzip ist, wie Menschenrassen erfunden wurden im Sinne des Rassismus. Und im Kern gab es immer irgendwann immer wieder verschiedene Anzahl von Rassen. Ne? Also am Anfang waren es 4, dann 6, irgendwann im späten 19. Jahrhundert waren es 100. Aber im Kern ging es immer um eine Aussage. Es gibt eine weiße Rasse und die ist allen anderen überlegen. Darauf, wenn man sozusagen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner aller Rassentheorien durch die verschiedenen Jahrhunderte schaut, ist das genau der Nenner mit dem Unterschied, dass es dann eben im NS nochmal die Spitze des Weißseins im Ariatum gesehen wurde. Und es ging im Kern immer darum, allen anderen Menschen das vollwertige Menschsein abzusprechen oder ihnen überhaupt das Menschsein abzusprechen. Und das gilt eben für die ganz verschiedenen Rassismen, Antisemitismus, Rassismus gegenüber Schwarzen, orientalistischem Rassismus, Rassismus gegenüber Romja, also zyganistischem Rassismus. Im gleichen Maße, aber eben auch haben sich diese verschiedenen Rassismen in den verschiedenen Jahrhunderten immer wieder auch verschieden geäußert, aber auch gegenseitig befruchtet. Wie ich schon sagte, das eine Konstrukt war sehr, sehr zentral gebunden an die christliche Farbsymbolik und zwar daran angelehnt an das Prinzip Hautfarbe, weiß und schwarz. Also ich bin nicht weiß wie ein Blatt Papier, ja, und niemand ist schwarz. Aber diese Konstrukte wurden halt benutzt, um ganz klar zu sagen, weiß ist überlegen und himmlisch und göttlich und schwarz ist das Böse. Und deswegen war dieser Abstraktionsprozess möglich. Deswegen haben die Leute das in Europa auch gekauft und konnten damit was anfangen. Ne? Und die zweite Konstruktionsebene war immer dieses Natur versus Kultur. Sehr stark angelehnt an die Chain of Being. Die eben besagt, ganz unten sind Mineralien, dann Pflanzen, dann Tiere, dann kommen die Menschen und dann das Göttliche. Und genau nach diesem Prinzip wurden dann Menschen binnendifferenziert. Manche seien eben Tiere und manche seien dem Göttlichen nah. Und das war dann eben nach dieser Logik, je mehr Kultur, desto überlegener, je mehr Natur, desto unterlegener. Und umso überlegener, umso mehr eben berechtigt, in Anführungszeichen, die Natur zu zähmen, zu kontrollieren, zu kolonisieren, zu zivilisieren. Genau das steckt ja auch in dem Wort Kolonialismus drin. Also dieses Kultivieren. Und deswegen das natürlich auch ein sehr gefährlicher Euphemismus ist, weil er eben diese Gewalt, die dafür aufgewendet wurde, verschleiert. Sowas spiegelt sich zum Beispiel dann auch in Begriffen wie Naturvolk oder Naturreligion wider, die eben sagen, es gibt, das sind keine vollwertigen Gesellschaften, sondern die sind Teil der Natur. Genauso eben auch die Fragen von, also Begriffe wie Buschmann oder Dschungel, die eben so dieses Prinzip verfolgen, diese Räume, diese Gesellschaften, die es dort gab, als Natur zu setzen und als Chaos, als undurchdringliche Natur und genau eben in diesem Sinne dann auch Mensch, Tier und Pflanzen gleichsetzten und als Gefahr für Weiße inszenierten. Also weil es eben aber auch darum ging, den Black Indigenous und People of Color vollwertiges Menschsein abzusprechen, gehörte dazu eben auch die Fähigkeit zu Dynamik oder Politik abzusprechen, zu Demokratie, zu Wissen, zu Sprache. Und weil das getan wurde, war es auch naheliegend, dass die natürlich die Sprachen, die es dort gab, abwerten mussten. Also sie haben sie Dialekte genannt, die Europäer nannten eben die Sprache der Kolonisierten fast durchgehend als, bezeichneten sie sie als Dialekte. Und sie haben in der Bezeichnung der Vegetation, der Gesellschaften, der politischen Strukturen nicht auf Vokabular zurückgegriffen, das bereits existierte, sondern sie haben das ignoriert, weil sonst hätten sie sich ja selber widersprochen, dass es gar keine Sprachen gäbe. Sie haben es ignoriert.
und dann gleichzeitig neue Begriffe implementiert. Und zwar durch zwei Prinzipien. Neologismen zum einen, also völlig neue Begriffe zu erfinden, die eben der Logik folgten, dass es Rassen gäbe, dass es Hautfarben gäbe, dass die Menschen Natur seien. Oder aber das zweite Prinzip war, Begriffe aus dem Tier- oder Pflanzenreich zu benutzen und auf diese Gesellschaften zu übertragen oder aber auch Begriffe aus der zurückliegenden europäischen Geschichte. Da fällt zum Beispiel das Wort Stamm. Und Preisgau hat es eben schon genannt, weil das eben natürlich über das Medium Radio nicht visualisierbar ist, diese rassistischen Begriffe, spreche ich jeden rassistischen Begriff einmal aus, um ihn dann auch im Sprechen abzukürzen. Und im Kern können wir also rassistische Begriffe daran erkennen, dass sie die Idee von Rasse transportieren, die Idee von Hautfarbe und die Idee von rassistischer Ideologie, die die Rassen, die aus dem Weißsein ausgeschlossen werden, als Natur setzen. Und das, und jetzt komme ich zu dem Punkt der viel zu langen Geschichte des Rassismus, lässt sich tatsächlich bis in die Antike. Beispiel gesagt wird, also die Menschen werden verschieden geboren, die einen zum Herrschen, die anderen zum Dienen. Das macht er mit Blick auf Geschlecht, das macht er mit Blick eben auf griechisch sein oder nicht griechisch sein, aber eben auch mit Blick auf Hautfarbe. Und er daraus leitet er das eben ab, dass der griechische Mann als einziger vernunftbegabt sei. Griechische Frauen könnten Vernunft verstehen, aber nicht selber praktizieren, aber alle anderen hätten nicht mal diesen Zugang. Und deswegen dienten sie nur zum Versklavtsein und als Werkzeuge. Dabei spielt Hautfarbe eine schon eine Rolle. Andrekelon ist die Haupthautfarbe, mit der die Griechinnen ihre Komplexion beschreiben. Sie wird abgesetzt einerseits von Weiß und andererseits von Schwarz. Und beide abgesetzten Kolorationen, Weiß und Schwarz, werden eben auch benutzt, um Andrekelon als Zentrum zu setzen. Also die Griechen setzen sich als geografisches Zentrum, als klimatisches Zentrum, eben davon abgeleitet auch, dass ihre Hautfarbe die normale, die richtige sei. Und wer davon abweiche, sei eben nur dazu bestimmt. Und das ist das griechische Wort für Barbar, also die anderen, die Brr-Brr-Sager, da kommt das her. Also die nicht griechisch sprachen oder andersrum, jene, die von den Griechinnen nicht verstanden wurden, weil sie eben keine anderen Sprachen sprachen. Daher kommt dieser Begriff Barbar. Und das wurde eben argumentiert, dass diese Menschen dann eben nicht das vollwertige Menschsein hätten. Wobei bei Weiß es eine interessante Aufspaltung gibt, weil auch jene Griechinnen, die im Haus blieben, also Philosophen eingeschlossen, auch Frauen, eben nicht von der Sonne bestrahlt werden, da galt auch für sie teilweise eben diese Zuschreibung von Weiß. Schwarz war aber absolut unambivalent. Schwarz meinte immer böse, tierisch, dämonisch. Und zwar im Zusammenhang mit den Klimatheorien wird es dann noch fataler, also weil es hier auch schon um Mentalitätszuschreibung geht. Also das sehen wir etwa in dem Begriff Äthiopia. Das ist der Begriff für ganz Afrika minus Ägypten für die Griechinnen. Und das leitet sich aber aus Griechisch für Äthio, ich verbrenne, und das Gesicht. Also es sind Menschen mit verbrannten Gesichtern. Und in den Ausführungen wird eben gesagt, es sind nicht nur die Haare, die verbrannten und die Haut, sondern eben auch die Hörner. Und deswegen meint Schwarz, wie es in dem griechischen Wort Mafro, was in das M-Wort, das Wort Moor übergeht, eben tatsächlich auch töricht dumm. Nicht einfach nur schwarz im neutralen Sinne, sondern ist es bereits zu der Zeit sehr abwertend. Diese Klimatheorien der Antike, die vermengen sich dann eben mit der christlichen Farbsymbolik. Ich habe es schon angesprochen, Weiß steht eben für das Gute, das Göttliche, die Transparenz, das Licht, aber eben auch die Tugend, und Schwarz dagegen für die Dunkelheit, die Sünde, das Hässliche. Und Sünde ganz insbesondere eben auch nochmal im Zusammenhang mit dem Ham-Mythos. Also Noah eben wird in seiner Nacktheit von Ham gesehen, und statt dass er ihn bedeckt, lacht er oder schaut er zu, je nach Erzählung. Und dafür wird Ham verflucht. Und Ham wiederum heißt eben heiß, und gleichzeitig ist Ham der Stammvater für afrikanische Länder, für arabische Länder. Und wird Ham eben verflucht, er und seine Nachfolger, Kanaans Kinder, die versklavten der anderen beiden Söhne zu sein. Und auch hier steckt eben diese Idee von schwarz, aber eben auch heiß,
klimatheoretisch gesehen, dass eben Schwarzsein erzeugt im Sinne von Sünde drin. Diese Konstrukte werden dann zunehmend ab dem Mittelalter auch Räumen zugeschrieben, in der Zusammenschließung von Hautfarbe, Raum und Religion. Also zum einen eben das Weiße wird in Europa und im Christentum verortet und alle anderen werden aus dem Weißsein ausgeschlossen über ganz verschiedene Begriffslagen. Eben das M-Wort, aber eben auch Heide oder Orient wird in Afrika zugeschrieben, allen Nicht-Christinnen der MENA-Region. Und tatsächlich ist das auch im Mittelalter wertend. Und dafür habe ich als Beispiel mal Wolfram von Eschenbachs Parsival mitgebracht. Parsival hat einen Bruder, der heißt Feirefis. Und zwar ist der älter, weil Gachmed, das ist Parsivals Vater, vor der Hochzeit mit Parsivals Mutter Herzeleude um die Welt reist, auch nach Indien. Indien wiederum ist auch so ein Großcontainer für weite Teile Asiens dabei. Und Gachmed verliebt sich in Bela Kane, also eine, die als indische Königin vorgestellt wird, als schwarz beschrieben wird und mit dem M-Wort immer wieder geframed wird. Und zwar im deutlichen Kontrast dazu, dass Parsivals Mutter Herzeleude als weiß beschrieben wird. Also diese beiden Sortierungen nach Hautfarben im Sinne auch von Religion gibt es da bereits. Und denkt man sich, okay, die verlieben sich ja. Wie wird es dargestellt? Tatsächlich heißt es von dem lyrischen Ich von Wolfram von Eschenbach, dass die beiden, also Bela Kane und Gachmed, in süßer Minne, also in süßer Liebe verbunden waren. Aber sofort kommt der Disclaimer, ungelich war doch ihr schwerer Hut. Also ihre Haut war verschieden. Was dazu führt, als Bela Kane schwanger wird, sagt Gachmed, ich muss dich jetzt verlassen. Das liegt aber nicht an deiner Hautfarbe. Also allein, dass er das als Kategorie aufruft, zeigt natürlich, dass es eine Bedeutung dafür hat, dass er sie verlässt. Und tatsächlich wird ihr Kind dann geboren, nachdem Gachmed gegangen ist, als schwarz und weiß geschickt wie eine Elster. Und das antizipiert spätere Rassentheorien, wonach verschiedene Rassen sich eben nicht fruchtbar miteinander fortpflanzen können oder dass die Kinder eben geschickt zur Welt kommen würden. Hinzu kommt, dass Bela Kane die weißen Flecken ihres Kindes küsst und damit ihr eigenes Schwarzsein abwertet, das Weißsein aufwertet und tatsächlich eben damit auch dieser christlichen Farbsymbolik entspricht. Feirefis kommt sogar nach Europa, wird Teil der Gralsuche, wird sogar getauft, wird aber am Ende doch von Parsival zurückgeschickt mit den Worten, er solle dahin gehen, wo er herkommt, was ihm ganz klar, eben das Christentum reicht nicht aus, um ihn zum Teil Europas zu machen, eben weil er ihn immer wieder auf das Nicht-Weißsein im Sinne von Hautfarbenkonstrukten reduziert wird. Ich habe ja schon diese Reconquista erwähnt, die spanische Reconquista, ne? Schon in dem Wort steckt natürlich auch wieder eine bestimmte Perspektive, nämlich, dass es eine Zurückeroberung sei, was es ja so nicht war. Und in dem Zusammenhang spielte auch eben der Apostel Jakobus eine wichtige Rolle, der eben Ramiro dem Ersten schon im 9. Jahrhundert als Apostel erschienen war und die spanische Krone im Kampf gegen die islamischen Menschen, die in dem mediterranen Raum lebten, sowohl nördlich als auch südlich vom Mittelmeer. Und tatsächlich ihm er sozusagen als Kriegsapostel diente und da dabei den Namen St. James Matamoros, Santiago de Matamoros erhielt, was nichts anderes heißt eben als derjenige, der die mit dem M-Wort bezeichneten Menschen tötet. Und wir müssen wissen, das ist eben dieser Santiago de Matamoros, der heute eben da am Ende dieses Jakobswegs in Santiago de Compostela wartet und liegt und verehrt wird. Und auch hier sehen wir eben aber diese Zusammenwirkung, wie er dargestellt wird, eben auch mit bestimmten Hautfarbenkonstruktionen und rassistischen Konstruktionen, die eben ihn aus dem Weißsein dann ausbegrenzen. Also jene, die eben von Santiago de Matamoros getötet werden, während Santiago de Matamoros immer in ganz weiße Hautfarbe und weißes Licht gekleidet wird. Und das sieht, und 1492 ist so gesehen eben auch das Jahr, in dem Hautfarbe auch zu einer sehr wichtigen Kategorie des Rassismus wird, gerade auch durch die Eroberung der Amerikas, wo eben dann nochmal diese Absetzung von Weißsein sehr zentral wird. Aber wir sehen auch, wie eben Antisemitismus
Rassismus gegenüber MuslimInnen und Rassismus gegenüber indigenen Menschen in Amerika Hand in Hand gingen, schon im 15. Jahrhundert. In diesem Zuge wird es dann immer klarer, dass die christliche Farbsymbolik sich darauf kapriziert, eben das Göttliche weiß und transparent zu zeichnen, alle guten Personen auf weiß zu zeichnen, Schönheit als weiß zu setzen, und zwar auch immer in dezidierter Absetzung von Schwarz. Dafür stehen insbesondere die 10 Gebote von Lukas Cranach, wenn wir uns anschauen, wenn die einzelnen Sünden dargestellt werden, dann werden die zwar von weißen Personen, von christlichen Personen begangen, aber wie wir hier auch im Hintergrund sehen, im Sinne des Gebots, begehre nicht deines nächsten Weibs, ist es immer auch häufig eine schwarze Figur, die als Kontrast mit eingezeichnet wird in das Bild, um zu zeigen, dass hier gerade eine Sünde, das Diabolische, begangen wird. Ähnlich funktioniert es auch in der Dichtung. Es kommen ja immer mehr tatsächlich auch versklavte Menschen, nicht nur in die Amerika, sondern auch nach Europa. Und schon zu Beginn des 16. Jahrhunderts gibt es also ein Gedicht von William Dunbar, gewidmet einer schwarzen Frau, aber nicht etwa sozusagen einem Preislied im Sinne sozusagen der Muse oder anderer Sonetten, sondern es ist ein Gedicht über eine schwarze Frau, die in einem Turnier zur Schau gestellt wird, und zwar nicht als Trophäe für den Sieger des Turniers, sondern die Person, die das Turnier verliert, die muss diese schwarze Frau küssen. Ja. Und damit ist natürlich eine super sexistische Gewaltfantasie, die in diesem Gedicht auftaucht, aber eben auch gebunden an ganz klargemacht, das ist eine Frau, die ist über die Schiffe gekommen, die ist versklavt worden, und dann wird mit allen möglichen rassistischen Bildern gearbeitet, um diese Frau als hässlich darzustellen, und zwar als so hässlich, dass sogar die Sonne sich verkriecht in dem Tag und dass sogar das Waschen also gar nichts nutzt. Es gibt ja diese Redewendung auch aus der Bibel, einen Schwarzen zu waschen sei vergebliche Liebesmühe. Auch das wird hier aufgerufen, wenn gesagt wird, dass diese Frau scheint wie Seife. Ne? Und dagegen gibt es gleichzeitig einen riesen Boom an neuer Literatur, in der so Metaphern für Weißsein nur so explodieren und in jeder Verszeile auftauchen. Also wie eben Milch oder Schnee, aber in ganz neue Vokabeln, auch die eben schon auf die kolonialen Raubgüter hinweisen, wie Elfenbein oder Diamanten. Und dafür steht zum Beispiel auch ein Gedicht von Sir Walter Raleigh, einer der wichtigsten Protagonisten des englischen Kolonialismus, der eben auch in seinem Gedicht eine Frau preist, die eben ihre Hand in Milch gewaschen hat und statt sie eben mit Erde zu trocknen, ne, sind die dann nochmal mit Schnee und mit Seide gewaschen worden. Also immer so dieses Weißsein eben tatsächlich auch zu fabrizieren. Fair meint dann eben im Englischen auch plötzlich nicht mehr schön, sondern weiße Schönheit. Und mir ist immer ganz wichtig, auch dann zu zeigen, also wie sozusagen solche Prozesse dann auch tatsächlich Zäsuren haben, und tatsächlich gibt es diese Zäsur auch durch Elisabeth I., die dann plötzlich eben in ihren späten Jahren, in den 1580er Jahren, anfängt, sich als weiße Königin zu inszenieren. Das macht sie einerseits, weil sie eben ihre fehlende Mutterschaft, also das Fehlen eines Erben, damit verkaufen möchte, dass sie eben die jungfräuliche Königin ist, aber sie ist eben auch jene, die England, in dem Fall konkret John Hawkins, losschickt, um AfrikanerInnen zu versklaven und sich auch in dem Sinne dann eben diese Weißsein als Fairness, als Schönheit, als aber auch als überlegene Rasse zelebriert. Und genau zu diesem Zweck wurden auch viele versklavte Menschen, insbesondere Frauen und Kinder, immer wieder benutzt, um sie einfach neben weiße Personen zu stellen, um deren Schönheit zu unterstreichen. Einen ganz tragischen Höhepunkt fand das etwa bei der Hochzeit von James I. und seiner Frau Anne statt, wo eben, die haben im Winter geheiratet in Schottland, dann schwarze Menschen gezwungen wurden, nackt im Schnee zu tanzen, und dass auch das galt eben eigentlich als Ode an das Weißsein der Königin. Und über diese Gewalt wurde eben dann an der Stelle auch dann hinweggesehen und wurde eben die anders rezipiert. Immer wieder müssen wir im Kopf halten, weil eben diese Erzählung so stark gemacht wurde, dass es keine vollwertigen Menschen seien. Gleichzeitig gab es eben auch Menschen, und dazu gehört William Shakespeare, die das kritisch gesehen haben. Und das finde ich auch immer wichtig. Es war nicht einfach so in der Zeit, sondern natürlich konnte jeder für sich selber auch was entscheiden.
Und Shakespeare tatsächlich hat Sonetten geschrieben an eine schwarze Frau, die er als fair und black bezeichnet. Und da tatsächlich Schwarzsein als fair und als schön zelebriert. Und genau so, darauf kann ich jetzt natürlich nicht eingehen, sind eben drei seiner wichtigsten Stücke, Othello, Tempest und Merchant of Venice, sehr rassismuskritisch. Sie stellen Rassismus dar, stellen Kolonialismus dar, kritisieren aber dabei genau auch die Gewalt, die da damit einhergeht. Und das ist sehr revolutionär für seine Zeit und zeigt, dass natürlich auch selbst zu Beginn des Kolonialismus und des Rassismus es Menschen gab, die diese Erzählungen so nicht geglaubt haben und kolportiert haben. Ähnlich war das in der Aufklärung. Die steht natürlich einerseits für die Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und in gewisser Weise war das aber der Club der weißen Männer. Ne? Das ist Brüderlichkeit, schloss eben Frauen ausgeschlossen, aber waren auch alle People of Color, alle Kolonisierten. Gleichzeitig hat natürlich aus diesem Impetus Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit die Aufklärung auch den Abolitionismus verstärkt. Wie ich schon sagte, Widerstand gegen Sklaverei und Kolonialismus gab es von Beginn an von den kolonisierten Menschen, von den schwarzen Menschen. Immer gab es so einzelne weiße Allies, aber durch die Aufklärung hat das nochmal einen ganz neuen Vibe bekommen und ist der Abolitionismus nochmal viel stärker geworden, eben auch mit dem Erfolg, dass nach dem Ende der Aufklärung eben auch tatsächlich Sklaverei zunehmend abgeschafft wurde oder zumindest verboten. Aber es gab gleichzeitig auch Aufklärer, die immer noch pro Sklaverei waren und diese wirklich auch stark verteidigt haben. Und zur Aufklärung gehört es, dass tatsächlich Rassentheorien jetzt erstmal so richtig aufgeboomt wurden, naturwissenschaftlich säkularisiert, und daran stöhnten sich auch nicht die, die für den Abolitionismus eintraten. Die waren zwar gegen die Gewalt der Sklaverei, stellten aber Rassentheorien nicht in Frage. Für jene, die diese Rassentheorien proaktiv vertreten, steht eben exemplarisch erstmal Carl von Linné, der von vier Rassen spricht, die er eben in Schwarz, Gelb, Weiß und Rot klassifiziert. Hier knüpft auch Kant an. Er benutzt auch diese Farben, diese vier Farben. Er spricht auch von Weißen als Kollektivbezeichnung. Jüdinnen und Juden kategorisiert er auch als Rasse, ohne sie aber farblich weiter zu kodieren. Es ist nur klar, dass er sie aus dem Weißsein ausschließt. Andere Aufklärerinnen setzen Jüdinnen auch als Rot, wobei sie dann das Rot manchmal absetzen von dem Rot, das den Menschen in Amerika so geschrieben wird. Also wie ich sagte, da waren sie sich manchmal selber nicht einig, aber einig waren sie sich, dass es Rassen geben müsse, auch wenn sie es nicht nachweisen können. Oft wird gesagt, dass die Hamm-These ja von Kant überwunden wurde, also dass Kant gegen Rassismus war. Kant hat der Hamm-These insofern widersprochen, als er gesagt hat, nein, die Menschen stammen nicht von verschiedenen Stammvätern ab, sie haben, es gibt die Monogenese. Dennoch war er sehr klar, dass die verschiedenen Rassen sehr verschieden sind, und er sprach sich auch ganz klar gegen die Mischung von Rassen aus und formulierte immer wieder, dass Weiße allen überlegen seien und dass nur Weiße, und jetzt zitiere ich auch Kant, hätten alle Anlagen zur Kultur und Zivilisierung. Entsprechend könnten nur sie in Vollkommenheit fortschreiten. Und dazu sagte er dann eben auch, dass er noch nie einen Schwarzen getroffen habe, der je irgendetwas Großes hervorgebracht habe. Weiße dagegen hätten sich schon immer hervorgetan. Aus dem niedrigsten Pöbel könnten sie sich hervorschwingen. Und er kommt dabei dann zum Schluss, dass so wesentlich ist der Unterschied zwischen diesen zwei Menschengeschlechtern. Und er scheint ebenso groß in Anlehnung der Gemütsfähigkeiten als der Farbe nach zu sein. Also für ihn ist Hautfarbe eine sehr zentrale Kategorie, und er verallgemeinert das in Richtung Gemütsfähigkeiten. Gegen Ende seines Lebens sagt er sogar noch, alle Rassen werden ausgerottet werden. Amerikaner, und die ja mit dem N-Wort bezeichnet, können sich nicht selbst regieren, dienen also nur zum Sklaven, nur nicht die Weißen. Das sagt er also am Höhepunkt der Zeit des Abolitionismus. Nochmal ganz klar ein Pro-Sklaverei-Statement. Und er sagt, er hat nie einen Schwarzen kennengelernt, der je was Großes geleistet hat. Es ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass es eben Anton Wilhelm Amo gab in der Frühaufklärung, der auch zum Ding an sich geforscht hat. Ein Mann, der als Kind versklavt worden war und als Kind zum Herzog von Wolfenbüttel kam. Und dieser machte, wie viele andere, vielleicht auch der Zar in Russland, eben das an Puschkins Großvater gemacht hat, machte Experimente, können Schwarze lernen.
Und Anton Wilhelm Amo wurde diesem Prozess unterzogen und hat es tatsächlich eben dann auch dazu gebracht, zu promovieren in Halle. Er ist aber so krass rassistisch diskriminiert worden, dass er dann auch selber entschlossen hat, nach Westafrika, nach Großfriedrichsburg zurückzukehren. Aber die Frage ist, war das seit Königsberg so weit entfernt von Halle und Jena, wo Amo wirkte, dass Kant ihn nicht hätte kennen können? Oder wollte er sozusagen auch diese Widerlegung seiner Hypothese, es gäbe keine Schwarzen, die intellektuell fähig seien, ja, wenn das der widerlegt hätte, wäre ihm das da auch nicht sozusagen in seiner Argumentation passend gewesen? Die Aufklärung steht eben dafür, tatsächlich eben diese Rassentheorien immer mehr zu naturwissenschaftlich zu überführen, auch zu säkularisieren, also weg von der Hamm-These hin zu dieser Monogenese, weg von der christlichen Farbsymbolik, aber Hautfarbe blieb zentral, aber gleichzeitig kamen Zweifel an den Klimatheorien auf. Warum? Weiße lebten nunmehr in diesen sogenannten tropischen Gebieten, Schwarze lebten in Europa. Also diese Erzählung, je mehr Sonne, desto ausgetrockneter das Hirn, konnte so nicht mehr funktionieren. Deswegen drangen die Rassentheorien immer tiefer in den Körper hinein. Zunächst waren das Skelette, Schädel, Genitalien. Und da müssen wir uns nochmal vergegenwärtigen, dass diese Experimente aus heutiger Sicht natürlich völlig unseriös waren. Also Petrus Camper zum Beispiel hat tatsächlich mit 5 Schädeln gearbeitet und daraus eine riesengroße Rassentheorie abgeleitet. Und er hat, und die PowerPoint sehen das, tatsächlich auch bei dem Europäer sogar die Haarpracht in die Berechnung der Größe des Schädels eingezogen. Also deswegen ist es zwar eine Naturwissenschaftlichung, aber ich würde nenne es eben deswegen auch Pseudowissenschaftlichkeit, weil es eben tatsächlich auch nach damaligen Kriterien nicht einer wirklichen Überprüfung standgehalten hätte. Wichtig für die Aufklärung ist auch, dass dort bereits Rasse mit Volk und Kultur vermischt wird. Dafür steht Herder verstärkt, aber nochmal eben Ernst Moritz Arndt über den Volkshass, wo im Volk auch tatsächlich als Synonym für Rasse auftaucht. Wir sind jetzt im 18. Jahrhundert und ich möchte kurz auf Hegel eingehen, der tatsächlich sehr stark an Kant anknüpft und an Kants Idee, dass nur Weiße zu Fortschritt fähig wären. Da hakt Hegel ein und sagt, Afrika ist kein geschichtlicher Weltteil, er hat eine Bewegung und er hat keine Bewegung und Entwicklung aufzuweisen. Und genau deswegen benutzt er im Wörterbuch der Stammhäuptling, ne, um da gegebenen politischen Strukturen ihre Relevanz oder ihre Gegebenheit abzusprechen. In dem Wort Häuptling steckt eben die Idee, das ist ein Möchtegern-Haupt. Ne? Und das Ling ist immer abwertend oder verkleinernd. Und man nennt die dann eben nicht Chiefs oder Könige oder Älteste, sondern sozusagen alle kolonisierten Gesellschaften wurden politisch eben über diesen Kamm gedroschen, und ganz egal, eben sozusagen, ob das Königreiche oder demokratische Strukturen waren, die wurden eben mit dem S-Wort bezeichnet. Und das macht auch Hegel. Und er sagt, ne, und da müssen wir uns vergegenwärtigen, das sagt er nach der Französischen Revolution in Haiti, er sagt dies nach dem englischen Verbot des Handels mit versklavten Menschen, dass die Sklaverei zwar an und sich Unrecht ist, denn das Wesen des Menschen ist die Freiheit, aber Schwarze wüssten gar nicht, was Freiheit ist. Deswegen müsse man sie versklaven und dann könne man ihnen über die Sklaverei vermitteln, was Freiheit eigentlich ist. Da gibt es eben gesagt diesen Widerspruch, dass es ja eigentlich nachweisbare Widerstände und Kämpfe für Freiheit gab. Das kommentiert Hegel auch und er sagt, dass es eigentlich eine Nichtachtung des Lebens sei, die eben durch die Tapferkeit der Schwarzen, er benutzt das N-Wort, zur Schau getragen werde. Sie lassen sich zu Tausenden niederschießen, obwohl es eben klar sei, dass sie verlieren würden. Ne? Also da ist eben eher nicht der Respekt vor dem Freiheitskampf, sondern eher die Zuschreibung von Irrationalität, was da die Feder führt. Im 19. Jahrhundert ist also Kolonialismus Realität, die Sklaverei wird beendet, geht aber direkt in die imperiale Phase über. Und wir sehen es jetzt nochmal einen kurzen Blick auf die Literatur, dass jetzt auch in der Literatur plötzlich einfach Orangen auf dem Tisch stehen oder Tee. Das heißt, es ist auch Normalität, diese kolonialen Güter in Europa zu genießen, ohne zu fragen, wer dafür eigentlich bezahlt oder wie das zustande kommt.
Andererseits gibt es aber eben auch Literatur von Robinson Crusoe, eben 1719, eben bis zu Rudyard Kiplings Bürde des Weißen Mannes 1899, die proaktiv sagt, bringt euch ein in die Kolonisierung. Ne? Also Kipling schreibt an Roosevelt, der anstehende US-amerikanische Präsident, lasst doch das nicht alles den Engländern über oder den Franzosen oder ne, ihr bringt euch ein. Und was verkolonisiert Teile eben Afrikas und Asiens. Natürlich, und das macht auch Defoe in Robinson Crusoe, mit dem Versprechen, da gibt es große Reichtümer, aber gleichzeitig getarnt als Missionierung, Schrägstrich Zivilisierung. Wobei eben Kipling auch sagt, ganz klar, da werden wir nicht erfolgreich sein, na, die zu zivilisieren, weil die sind ja keine vollwertigen Menschen. Das nennt der indische Historiker Dikesh Chakrabarti Warteraum der Geschichte. Also einerseits den Claim, wir müssen die zivilisieren, dafür dürfen wir Gewalt anwenden und uns belohnen mit den dortigen Ressourcen, aber es wird sowieso nichts bringen, weil sie ja nicht fähig zu Vernunft oder Fortschritt sind. Und deswegen wird es immer diese Schere geben und die Kolonisierten werden immer im Warteraum der Geschichte bleiben, weil sie eben Natur statt Kultur seien. Und wie gesagt, das D-Wort oder das Wort Buschmann, diese Wörter transportieren genau diese Idee. In Deutschland, wie gesagt, waren viele immer beteiligt, auch an der europäischen Versklavung von AfrikanerInnen, regt sich aber auch immer mehr staatlicherseits das Interesse tatsächlich auch, sich einzubringen als Kolonialmacht. Richard Wagner ist einer, der eben dafür auch wirklich brennt und sagt, lasst uns mit Schiffen über das Meer fahren, da und dort ein junges Deutschland gründen. Er spricht davon, dass das mit Milde geschehen solle, wobei ihm nicht klar ist, wie Kolonialismus je mild oder friedlich vonstatten gehen könne. Jedenfalls das, was ihm davor schwebt, das wird durch die Reichsgründung 1871 auch offizielles Ziel, vor allem von Reichskanzler Otto von Bismarck. Es kommt zur sogenannten Berliner Konferenz, Kongo-Konferenz, wo sich verschiedene europäische Großmächte zusammenfinden. Italien, Österreich, Niederlande, aber eben auch Deutschland, und um sich Afrika wie so eine Torte aufzuteilen. Da geht es um ca. 30 Millionen Quadratkilometer, etwa 100 Millionen Menschen. Und die Striche, wir wissen sie, wir kennen es, weil diese Karte bis heute mehr oder weniger so intakt ist, werden sehr gerade gezogen, mitten durch Gesellschaften hindurch, die lange gewachsen sind. Gleichzeitig haben die auch Gesellschaften sozusagen in einen heutigen Nationalstaat, damals in ein Kolonialgebiet gepresst, die überhaupt gar keine historischen Verbindungen oder eher auch Konflikte historisch gesehen hatten. Und der Schritt war aber noch viel größer. Das betraf eben nicht nur Afrika, es betraf auch Teile eben im Südpazifik, im heutigen China. Und interessant ist eben, dass die Deutschen das Schutzherrschaft genannt hat. Und zwar das Land, das den Abolitionismus wirklich verpennt hat, weil zu den Abolitionisten gehörten viele AufklärerInnen, aber keine Deutschen. Ne? Und die haben und stattdessen wurde ja eher noch Sklaverei zu der Zeit auch befürwortet. Nach dem Verbot von Sklaverei hat sich also Deutschland dann als Schutzherrschaft deklariert, die eben Afrika vor der Versklavung schützen wolle, nur um dann selber eben Zwangsarbeit einzuführen in den von ihnen kolonisierten Gebieten. Und zwar unter sehr drastischen Maßnahmen wurde eben auch die Ressourcen geraubt, religiöse, kulturelle und wirtschaftliche Strukturen wurden zerschlagen. Das dauerte 30 Jahre, betraf 3 Millionen Quadratkilometer und 13,5 Millionen Menschen. Also der deutsche Kolonialismus war weder kurz noch klein noch milde, wie Wagner das formuliert hatte. Denn wir wissen, dass zur Niederschlagung von Widerständen gab es auch den Machi-Machi-Aufstand und also gab es dann eben Gewalt, zum Beispiel in der Niederschlagung des Machi-Machi-Aufstandes. Und der im Aufstand der Ovaherero und Nama folgte ein Genozid mit einem Schießbefehl von Lothar von Trotha, der eben explizit auch sagte, er schießt Frauen und Kinder. Und wer das tut, wird reichlich belohnt. Und am Ende waren 80% der Ovaherero und Nama tot, beziehungsweise dann kaserniert in Konzentrationslagern. Gleichzeitig mit dieser Radikalisierung des Imperialismus radikalisierten sich auch die Rassentheorien. Sie gingen immer tiefer in den Körper hinein. Also
Es ging um Blut im Sinne von Genen. Also Blut spielte von Anfang an die Idee von Rasse, aber das konnte ja nie so nachgewiesen werden, sondern es war eher so dein Blut. Ne? Das kannte man ja auch von Adelsgeschlechtern. In dem Sinne spielte Blut vorher eine Rolle oder wurde dann auch gesagt, dass sie in Schwarzen dreckiges Blut hätten und so weiter. Aber das Neue war jetzt aus der Genetik heraus zu behaupten, dass sich im Blut Rassen nachweisen ließen. Gleichzeitig kam es eben zum Sozialdarwinismus und der Generationsrassismus. Was bedeutet das? Aus dieser Idee, dass die Höheren sich der Niederen erwehren müssten, wurde eben gesagt, Rassen sind verschieden und die höheren Rassen müssten sich gegen die Niederen verteidigen. Sie hätten also nicht nur das Recht, sondern sogar die Pflicht, ihre Spezies zu verteidigen, damit das, was höherwertig ist, sich eben weiter fortpflanzen kann. Und das führte dann auch sehr direkt zur Eugenik, im Sinne eben gerade was nach innen gerichtet war in Deutschland, auch gegen jüdische Menschen, gegen Roma, gegen Sinti, eben da auch bestimmte Fortpflanzungsgesetze, die dann sozusagen immer mehr Raum griffen ab dem späten 19. Jahrhundert, Verbote, Kinder wurden eben von Roma und von Sinti weggenommen und in Heime gesteckt. Das war so ein Versuch, erstmal sozusagen eugenisch zu versuchen, bestimmte Rassen an der Fortpflanzung zu hindern. Gleichzeitig wurde eben gesagt, ja, die weiße Rasse ist aber auch schon ein Stück weit verdorben, weil sie viel zu viel Kontakt hatte mit den anderen Rassen. Und da kam dann im Chamberlain mit zu sagen, ja, aber es gibt noch innerhalb der weißen Rasse, da gibt es noch die Arier. Und die sind noch nicht verdorben und die müssen wir beschützen. Und das mit dieser Theorie des Briten sozusagen, die er eben, das in der eben die Arier in Deutschland verortete, machte er dann eben in Deutschland auch richtig Schule und wird dann auch zum Stichwortgeber Adolf Hitlers. Gleichzeitig wird eben Eugenik auch immer klarer so verwendet, dass gerade auch in den Kolonien Menschen eben getötet werden, Menschen sterilisiert werden. Es geht auch immer mehr brutal in die Körper hinein. Und daher kommen dann auch sozusagen aus diesen ganzen Vermischungsideen des Degenerationsrassismus kommen eben Begriffe wie Bastard oder Mischling oder Mulatte, wo auch immer dieses Mischen von Rassen abgewertet wird und gesagt wird, eben wie in dem MU-Wort, dass er auf Maulesel zurückgeht, dass eben die miteinander sich zwar fortpflanzen können, aber die Kinder werden dann selber nicht fortpflanzungsfähig sein. Genau hier knüpft dann eben auch Hitler in meinen Kampf an. Also einerseits sozusagen mit der Idee des Kolonialismus eben zu sagen, der richtige Weg wäre schon damals, schreibt er in meinem Kampf, der dritte gewesen, Stärkung der Kontinentalmacht durch Gewinnung neuen Bodens in Europa. Das heißt, Deutschland hatte seine Kolonien 1919 verloren im Zuge des Ersten Weltkrieges, aber das hatten Kolonialfantasien aufgehört zu existieren. Und das bringt dann Hitler auf den Punkt, wenn wir Europa in der Hand haben, dann haben wir auch die Kolonien zurück. Und das war auch immer erklärtes Ziel des Nationalsozialismus. Deswegen oft auch gesagt wird, etwa von Robert Young, dem Historiker, man müsse eben Nationalsozialismus und Kolonialismus in einer Kontinuitätslinie denken und verstehen. Und das betrifft natürlich auch diesen Sozialdarwinismus des späten 19. Jahrhunderts, der immer weiter angeheizt wird in der Eugenik, die schließlich zum eliminatorischen Antisemitismus der Shoah führt. Der NS steigerte eben diesen Degenerationsrassismus dann im Rahmen des eliminatorischen Antisemitismus, des ziganistischen Rassismus und des antislawischen Rassismus. Diesen Genoziden fielen binnen 12 Jahren 6 Millionen Jüdinnen und Juden, 100.000 Romnia und Sintize und mehr als 35 Millionen als slawisch kartierte Menschen zum Opfer. Das heißt, da ist auch nochmal so eine Binnendifferenzierung des Weißseins aufgetreten, dass eben slawische Menschen aus dem Weißsein heraus katapultiert wurden. Damit sozusagen mit 45 findet der Nationalsozialismus ein Ende, nicht aber Rassismus, nicht aber Kolonialismus. Also zum einen waren eben die alliierten Kolonialmächte, das müssen wir uns auch immer noch wieder vergegenwärtigen, ne? Die auch dann ihre brutalen Kriege etwa in Algerien erst noch führen werden. Die Idee der arischen Rasse wurde aufgegeben, aber nicht die Idee von Rasse. Die UNESCO-Erklärung, ja, so, da wird oft gesagt, dass sie die Idee von Rasse abschwur. So stimmt es nicht. Tatsächlich hielten sie vielmehr an der Annahme fest, dass es tatsächlich auch im biologischen Sinne Rassen gäbe,
Nur, dass es nicht dazu führen dürfe, wie im NS, dass daraus eugenische Maßnahmen oder genozidale Maßnahmen abgeleitet werden, sondern dass die verschiedenen Rassen mehr im Einklang miteinander leben müssen. Und genau diese Idee, es gibt irgendwie doch Rassen, steckt eben auch im bundesdeutschen Grundgesetz von 49. Gleichzeitig, wenn wir uns jetzt auch nochmal anschauen, in Deutschland, in Europa wirkt Rassismus fort. Die USA, auch als alliierte Macht, hat die Jim Crow-Gesetzgebung noch bis in die 60er Jahre hinein. In Südafrika wird die Apartheid erst so richtig aufblühen. Also das Ende des Nationalsozialismus kam nicht mit dem Ende des Rassismus gleich. Und was aber passierte bis heute, ist sozusagen, dass sehr wenig darüber gesprochen wird, insbesondere über die Fortschreibung von des kolonialen Erbes in die Gegenwart. Das hat einerseits damit zu tun, dass Kolonialismus schon verleugnet wird. Also die kritische Aufarbeitung fehlt in Deutschland, jedenfalls eine angemessene. Es gibt immer noch Straßen, die nach kolonialen wirklich Größen heißen, also von sehr brutalen Anführern eben dieser kolonialen Idee wie Wissmann. In Bad Lauterberg gibt es sogar noch ein Wissmann-Denkmal, an dem eben regelmäßig auch Kundgebungen stattfinden. Es gibt Versuche, eben diese etlichen Schädel, die in den deutschen Museen und Krankenhäusern noch liegen, zu identifizieren, zurückzuführen. Aber auch da tut sich die Politik noch sehr schwer. 2011 sollten also solche Gebeine zurückgegeben werden. Und da hat Staatsministerin Pieper dann in dieser Rede vor den Gebeinen, die nach Namibia zurückgeführt werden sollten, weil das Opfer des Genozids waren, gesagt, sie lobe die Sonderbeziehung zwischen Namibia und Deutschland. Und sie meinte damit den Tourismus. Und Fauxpasiger gilt es eigentlich nicht, denn ne, wer kann, mal abgesehen von allem anderen, aber wer kann reisen in dieser Konstellation und wer nicht? Ähnlich steht es mit der Frage der Entschuldigung. Da gibt es große Schritte in letzter Zeit. Aber noch immer gibt es nicht diese klare Entschuldigung, weil die natürlich immer auch mit Entschädigungszahlungen einhergehen. 2005 hatte eben die Entwicklungshilfeministerin gesagt, sie bitte im Namen des gemeinsamen Vater Unser um Vergebung unserer Schuld. Und das ist natürlich was anderes als Entschuldigung. Und die Frage ist eben, wie ist dieses Vaterunser überhaupt nach Namibia gekommen? Auch die Frage, warum die Entwicklungshilfeministerin? In der Entwicklungshilfe steckt ja dieser alte Fortschrittsgedanke, Europa ist überlegen und die anderen sind im Warteraum der Geschichte. Und deswegen müsse man selber entscheiden, wo die Gelder Europas eben hinfliegen. Und Entschädigungszahlungen sind eben ganz was anderes. Der strukturelle Rassismus grassiert also weiter in Europa, auch in Deutschland. Eben am Beispiel von Racial Profiling wird das deutlich. Und gleichzeitig gibt es eben auch Wörter, Wissen, Erzählungen, Moralvorstellungen, die fortwirken bis in die Gegenwart. Auch Moralvorstellungen, wer ist deutsch? Also das hatten wir in der sogenannten Flüchtlingskrise. Das war aus meiner Sicht eher eine Identitätskrise. Wir waren nicht demografisch überfordert, sondern überfordert mit der Frage, wie weiß ist Deutschland noch, wenn jetzt so viele geflüchtete Menschen nach Deutschland kommen? Ja, wem dürfen deutsche Ressourcen gehören und nicht, und wem nicht? Und das ist natürlich auch immer eine Frage, wer repräsentiert wen, strukturell gesehen, aber eben auch in Schulbüchern. Und wer wird dort wie repräsentiert? Ein Beispiel sind eben zum Beispiel Theater, wo Schwarze in der Regel in Deutschland bisher nur Rollen bekommen, wenn es dezidiert schwarze Charaktere sind. Umgekehrt werden aber schwarze Charaktere nach wie vor von Weißen gespielt, die einfach Blackfacing betragen. Und das ist eben eine sehr rassistische Tradition, in der sich auch Dennis Scheck in seiner Sendung Druckfrucht 2013 ins Fernsehen gestellt hat und gesagt hat, ich möchte, dass das N-Wort in Pippi Langstrumpf bleibt. Also was haltet da ein erwachsener Mann für ein rassistisches Wort im Kinderbuch, das übersetzt wurde. Es geht ja nicht darum, irgendwas rauszustreichen, sondern einfach im Flow zu bleiben. Und das ist ja ganz üblich in Übersetzungen, einfach Texte auch zeitgemäß zu übersetzen. Und er hat eben nicht nur für dieses Wort gestritten, sondern sich dazu auch in dieser rassistischen Tradition ins Fernsehen gestellt. Und das heißt, zeigt eben, dass die Auseinandersetzung mit Rassismus wirklich noch ganz am Anfang stand, zumindest zu der Zeit. Und zu der Kolonialismusleugnung gehört es eben, ich habe anfangs davon gesprochen, dass es da noch bei der Obfrage stehen, ne? Dass es wegerklärt wird, dass oft Schuld und Scham empfunden wird und dann gesagt wird, ach, ich bin doch gar nicht weiß oder mir ist doch gar nicht so wichtig, dass du schwarz bist. Aber das verhindert natürlich auch eine Auseinandersetzung mit Rassismus. Und deswegen gehen eigentlich Kolonialismusleugnung und Rassismusleugnung Hand in Hand. Und gleichzeitig lässt es sich beobachten, dass die Leute nicht mehr von Rassismus reden, auch an dem Wort Rasse sozusagen rumeiern und nicht wissen, ja, wie verwende ich das jetzt?
Und aus diesem Zuge heraus ist tatsächlich Hautfarbe wie so ein Synonym zur Rasse geworden. Menschen benutzen nicht mehr Rasse in Deutschland, aber sie benutzen Hautfarbe, aber so, als gäbe es Haupthautfarben. Ne? Und als nicht, als wäre das eigentlich ein Konstrukt des Rassismus. Der Rassismus hat uns beigebracht, Hautfarben zu sehen. Und in diesem Sinne sind eben Wörter etwa wie dunkelhäutig auch eben im Modus des Rassismus, der eben die Weißern als Norm setzt und andere als dunkel im Sinne von negativ davon absetzt. Die Psychologin Kalpana Seshadri-Cook sagt eben dazu, wir glauben, dass es Hautfarben gibt, um sie zu sehen. Oder umgekehrt, wir sehen sie, weil wir daran glauben und weil der Rassismus uns das beigebracht hat. In diesem Beispiel in der PowerPoint sehen wir zwei Babys, die wirklich kaum, ja, von der Nuance her in der Hautfarbe verschieden sind. Und trotzdem wird halt in der BZ getitelt, ein schwarzes und ein weißes Kind. Und wir können das auch zuordnen, weil der Rassismus uns das beigebracht hat, können wir sehen, welches Kind weiß oder schwarz ist. Aber wenn wir ganz genau hinschauen, dann sehen wir eben, dass da tatsächlich eigentlich nur eine ganz kleine Nuance dazwischen liegt. Und deswegen immer wieder die Frage, wie soll ich mit Rasse umgehen? Ne? Und da halte ich mich an Shankar Raman und den Rachel Turn, der davon ausgeht, es gibt keine Rassen. Aber es gibt Rassismus. Also es gibt keine Rassen, sondern es gibt Rassismus. Und weil es Rassismus gibt, müssen wir den benennen. Können wir nicht sagen, wir sind alle Deutsch, wir sind alle Menschen. Weil der Rassismus ist tatsächlich nach wie vor entzweit und unterteilt. In diesem Sinne führt eben der Racial Turn weg von Rasse als biologistischem Konstrukt und hin zu Rasse als sozialer Position. Und ähnlich ist es eben so, es gibt keine weiße Rasse oder eben auch das N-Wort ist rassistisch, aber wir können von Weißen sprechen oder von Black, Indigenous und People of Color als sozialer Position. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass also so diese Positioniertheit auch benennen zu können. Das führt mich jetzt direkt auch zu der Frage, wie gehen wir eigentlich mit Artikel 3, Absatz 3, Satz 3 im Grundgesetz um? Niemand darf aufgrund seiner Rasse diskriminiert werden. Ich bin der Meinung, 49 habe ich eben ausgeführt, haben die das tatsächlich noch im biologischen Sinne gemeint? Sind wir da schon in Deutsch, dass wenn wir sagen, niemand darf aufgrund von Rasse diskriminiert werden, dass wir das bereits als soziale Position lesen? Oder ist es nicht die bessere Option, momentan noch zu sagen, niemand darf rassistisch diskriminiert werden? Dass da, dann niemand darf rassistisch diskriminiert werden. Dann ist es ganz klar, dass es um Rassismus geht und um das Konstrukt von Rasse. Analog dazu eben der Umgang mit Weißsein. Toni Morrison weist darauf hin, dass Weiße oft sagen, ach, ich bin doch gar nicht weiß und ich sehe doch gar keine Rasse. Aber dass das das Problem ist, weil in dieser Ernennung von Weißsein eben Rassismus nicht beachtet wird. Und es ganz wichtig ist, sich anzuerkennen, dass Weiß ja eben der unmarkierte Markierer ist oder wie Ursula Wachendorfer sagt, die unsichtbar herrschende Normalität. Es wird immer, also sozusagen die anderen, die Schwarzen, die werden benannt, Weiße tun sich aber schwer damit, sich als Weiße zu bezeichnen. Dabei bleibt das eben das Problem, dass es trotzdem immer der Ausgangspunkt aller Markierungen ist, wie in dem Beispiel hier, da steht erst der Affe als Menschlein geboren. Was macht den Affen in dieser Erzählung zu einem Mensch? Blaue Augen, rosa Babyhaut. Das heißt, durch die helle Haut wird die Menschlichkeit erzeugt. Und das ist ja sozusagen die lange Geschichte von Rassismus, allen, die nicht diese Haut haben, das vollwertige Menschsein abzusprechen. Oder meine Kinder kamen mit diesem Beispiel aus der Schule zurück. Ja, auch wieder Triggerwarnung. Also eine Lunge, die abgebildet wird, weiß, würden sie auch dann noch rauchen, wenn ihr Gesicht so schwarz wie ihre Lunge würde. Und dann daneben die schwarze Lunge. Ganz klar Weißsein als Norm, ganz klar diskriminierend und sozusagen eine Zumutung für alle SchülerInnen auf Color im Klassenraum. Ne? Ich komme zum Schluss, will jetzt aber noch mal darauf eingehen, wie ich Rassismus definiere, eben als weiße Vorherrschaft. Und deswegen sage ich, ist es auch mal ganz wichtig anzuerkennen, dass weiße Personen auch von Rassismus betroffen sind. Das heißt ja immer so, Schwarze sind von Rassismus betroffen, weil sie diskriminiert werden. Aber seit wann haben die, die diskriminieren oder die Privilegien haben, nichts damit zu tun? Ne? Also körperliche Unterschiede werden konstruiert, um Kulturen abzuwerten. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt des Rassismus. Dabei gibt es eben verschiedene Kontinuitäten und Diskontinuitäten in verschiedenen Jahrhunderten, in verschiedenen Strömungen. Aber im Kern geht es eben immer darum, um Macht und Herrschaft für Weiße.
sie als Norm zu setzen, woraus sich Privilegien ergeben. Privilegierter Zugriff auf Rechtsprechung, auf Wohnungssuche, im Prozess der Wohnungssuche, im Schulwesen und so weiter. Und jene, die diese Privilegien nicht haben, ja, die von denen ausgeschlossen werden, für die ist das Diskriminierung. Und das ist genau, was People of Color eben auch in Deutschland erleben und was sich dann eben als struktureller, institutioneller Rassismus äußert, in Form von Moralvorstellungen und Wissen, Repräsentationsmustern. Das ist jeden Tag aufs Neue individuell erfahrbar. Heißt aber nicht, dass es Einzelerfahrungen sind. Denn es gibt so einen systemisch bedingten Wiederholungscharakter und der macht Rassismus eben zu einer Alltäglichkeit und nicht einer Bagatelle im Sinne von alltäglich, sondern eben einer täglichen Verletzung, täglichen Gewaltausübung. Rassismus kann eben nur dann zum Einschutz gebracht werden, wenn jeder einzelne Ziegelstein gewendet wird und jede einzelne Fuge aus dem historisch gebauten System gespült wird. Das ist einerseits so alles auf einmal, aber trotzdem müssen wir uns auf einzelne Bausteine fokussieren. Auch im Sinne von, jede Person kann vor der eigenen Haustür kehren. Ich kann in meinem eigenen Umfeld agieren und dazu gehört ganz klar eben auch der Versuch, mit rassistischen Wörtern umzugehen und da auch eigene Lösungen zu finden. Also definitiv sind rassistische Wörter eine Großbaustelle der antirassistischen Arbeit. Also manche sagen, es gibt doch wichtigere Probleme, kann sein, aber wir werden Rassismus nicht im Griff bekommen, ohne tatsächlich auch über die rassistischen Begriffe an diese Konstrukte und Erzählungen heranzugehen. Ja. Und Klemperer sagt das auch über die Sprache des Nationalsozialismus, Wörter sind vielleicht nur winziger Arsendosen. Jeder einzelne ist unbemerkt. Aber nach einer Zeit ist die Giftwirkung doch da. Und genau das passiert nach den vielen, vielen, vielen Jahrhunderten, in denen kolonialistisch-rassistische Wörter in Deutschland auch tradiert wurden. Ich höre immer wieder, wird man ja da sagen dürfen, habe ich doch schon immer so gesagt, meine ich ja nicht rassistisch, kann sein, aber jetzt sozusagen, wenn die Argumente auf dem Tisch liegen, dann muss man sich eben fragen, warum verteidige ich das Wort immer noch? Ja, warum sollte ein Mensch das wollen, so sprechen wie im Kolonialismus? Warum sollte jemand Gewalt fortschreiben wollen? Und kann ich wirklich behaupten, dass eine Banane ein Apfel ist? Also mit anderen Worten, es liegt selten in der Macht von Einzelnen, die Bedeutung von Wörtern zu ändern. Das ist in dem Wort drin, historisch eingeschrieben. Es gibt natürlich gesellschaftliche Aushandlungsprozesse, da können Wörter auch in ein neues Bedeutungsfeld kommen. Aber das sind eben dann offensive Auseinandersetzungen mit dem Wort. Und wir können nicht als Individuen entscheiden, dieses Wort ist jetzt einfach, wenn ich es benutze, nicht rassistisch. Ja. Dann sprechen schaut eben einfach nicht neutral auf das, was durch und in Sprache passiert. Durch Sprechen handeln wir und mit dem, was wir uns erzählen, geben wir auch preis, wer wir sind oder wer wir sein wollen. Und umgekehrt, durch das, was wir sagen, werden wir auch, wer wir sind. Also es ist immer so, dass Sprache nicht einfach abbildet, sondern prägt. Und Rassismus kann eben besprochen werden, indem Begriffe gemieden werden. Also es hat beide Achsen. Ich kann mich politisch dafür entscheiden, gegen Rassismus zu sein. Und dafür gibt es ausreichend Alternativbegriffe. Niemand wird sprachlos, bloß weil er rassistische Begriffe nicht mehr verwendet oder sie. Aber umgekehrt ist es eben auch eine politische Position, zu sagen, ich verwende das Wort trotzdem und weiterhin und es ist mir wichtig und ich möchte für das Wort kämpfen. Das ist auch eine politische Positionierung, weil ja oft gesagt wird, die Leute, die sich dagegen einsetzen, die seien eben zu emotional. Ich erlebe sehr viel Emotionalität bei jenen, die eben rassistische Wörter verteidigen. Der Verzicht auf rassistische Wörter wird nicht ausreichen, um Rassismus zu bekämpfen. Aber dieser Kampf kommt eben ohne ein Verzicht auf rassistische Wörter nicht aus. Wer darauf insistiert, an rassistischen Begriffen festzuhalten, stärkt Rassismus auch, sich an Diskriminieren oder rassistischen Begriffen nicht zu stören, ist natürlich letztlich eine politische Positionierung, eben auch, weil sie Rassismus unbeanstandet lässt. Und ich möchte schließen eben mit einer Erfahrung, die ich gestern gesammelt habe. Ein Sohn meiner Kollegin, 11 Jahre alt, war mit seinem kleinen Bruder, 2 Jahre alt, unterwegs und in der Bayreuther Stadtlandschaft. Dann kam ein weißer Mann und benutzte das N-Wort, um den kleinen Jungen
damit zu bezeichnen. Für beide Kinder war es ein Schock, insbesondere für den Größeren, der das Wort ja auch einordnen kann. Sie bekamen Angst, weil sie nicht wussten, was als nächstes passiert. Das ist allein schon erschreckend genug und zeigt, wie gewaltvoll ein einziges Wort sein kann. Was noch hinzukommt aber ist, dass anstehende Passantinnen, die dort saßen oder standen, gelacht haben. Niemand hat diese Kinder unterstützt, die dann voller Angst weggerannt sind und sich jetzt die Frage stellen müssen, wie sicher können sie noch sein? Und das nur in Anführungszeichen, wegen eines Wortes. Also ich komme nochmal zum Anfang zurück. Es ist eben nicht Rassismus darauf reduzieren, auf Hanau oder Halle, wenn es rassistische Anschläge gibt, sondern auch Wörter sind Brandsätze, die Gewalt ausüben und bedrohlich wirken. Vielen Dank.